So. Okay, da komme ich nicht lang. Was, der Weg nach Brasilien ist, was? Ist aber wohl noch weit für Adam. Ja, ich glaube auch. Ah, guck mal hier, das Paradies. Guck mal hier, ein lecker Buskop. These puzzles seem to go on forever. What should I do? Adam, the professor is getting rather worked up here. I'm worried. We should have been worried from the moment we laid eyes on him. Give up, Adam. Turn back. Stray from the herd. Become a wolf among the sheep. That doesn't sound like Evelyn. Eve fell. She was weak, as you are weak. I don't want to listen to this. Don't you see? Don't you see the apple doesn't fall far from the tree? The apple might, but Adam may yet surprise you. Onwards. I'm coming, Evelyn. I'm coming, Evelyn. I'm coming. He's coming. He's coming. He's here, half north here. La 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 la. La 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 la. So, was haben wir hier? Kann ich hier... Hallo? Hallo? Hä, wieso komme ich nicht rauf? Hä? Ich muss über die Steine da rausklettern. Naja, gut. Sammle die letzten Puzzlestücke. Mhm. Hier ist noch ein Puzzlestück. Jawohl, sehr schön. Oh, jetzt wird sie sauer. Ich glaube, ich sollte weg. Eva wird, glaube ich, sauer. Im Paradies. Sollten wir nicht verärgern. Nachher gibt ihr uns anstatt Bosskopf noch irgendwie eine Dole-Banane oder sowas. So. So. Wo geht's weiter? Ach, da. Na, natürlich. Er springt da nicht dran. Was ist das denn? Und jetzt gleich explodiert hier die Welt und er schafft es nicht, da dran zu springen oder was? Hallo, ich drücke X. Das gibt's doch nicht. Das ist so ein dummes Spiel. Entschuldigung, ich meine, nettes Spiel, aber warum kann ich da kein... Ah, jetzt Gott sei Dank. Hua. Muss ein bisschen Anlauf nehmen. Mhm, er trifft da oben den Enterhaken nicht. Eva ist gefallen, sie war schwach. Sie war, wie du, auch schwach sind. Was? Hä? Verstehe ich nicht. Ja. Was eben? Dramatische Musik. Ich habe mich noch beschwert, dass es keine Musik gab. Und die Musik ist schon vorbei. Finde Evelyn und den Professor. Toll. Sehr dramatische Musik, aber... Oh, cool. Schönes Panorama. Guck mal, da unten stehen schon die beiden. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, bevor hier alles zum Einsturz gebracht wird. Darf ich mit der Lore noch fahren? Adam, thank God, you've made it. These caverns are about to collapse. We have to get out. No. We must unlock the gates first. Science demands it. The Clairvaux Corporation demands it. And I demand it. Forget it. This place is coming down. We should run. The Black Snake has it in for me. Don't take it personally. Perhaps this will persuade you. Los K31, willkommen zur Let's Play Live Show. Was? Was macht denn da? Oh no. Er bedroht uns mit der Pistole. Toll. My masters are the ones you should fear. Solve the puzzle. Tor nach Eden. Nee, ich lass meine Freundin da. Ciao, ich will mit der Lore fahren. Tschüss. Darf ich mit der Lore fahren? Nein, darf ich noch nicht. Wahrscheinlich gleich. Der rennt wahrscheinlich da rein, dann macht er die Türen zu. Dann müssen wir wahrscheinlich mit der Lore fahren. Oh Gott, was muss ich denn hier tun? Ring wählen.
Die drehen sich wahrscheinlich dann innerlich auch wieder, ne? Oder? Kann das sein? Doch nicht. Das ist schon richtig hier. Ja, ist doch richtig, oder nicht? Hä? Oder muss ich hier irgendwas machen? Ach so, oh Gott. Das muss ich mir behalten. Okay, also warte mal. Irgendwie ein Symbol, was ich mir leicht behalten kann. Wo ich weiß, wo was hinkommt. Okay, der Mond hier. Der Mond muss zu der Seite. Wo ist der Mond denn? Da ist der Mond. Der Mond muss auf jeden Fall zu der Seite. Dahin. Und da muss ich jetzt den inneren Ring drehen. So, noch zweimal. So, hier. Fertig. Hab ich. Und jetzt? Pinkel ich auf die Schale oder was? Oh Gott, was? Was muss ich denn jetzt... der ist da unten. Die Sonne ist da. Was ist denn jetzt noch falsch? Ach, hier das Feuer. Das Feuer muss dahin. So. Halt den Bubble. Hä? Ich hab's doch gerade richtig gehabt. Wieso ändert der das immer wieder? Welche Symbole zählen denn jetzt? Die Außen oder die Inneren? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Warte mal. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sind beide sieben. Hä? Warte mal, ich probiere es mal anders. Ich probiere mal die Sonne nach oben. So. Den Adler mal nach da. Der kommt nach dort. Jetzt mach mal keinen Stress hier, Kumpel. Der Mond kommt dahin. Die Dinger kommen nach da oben. Hä, der verändert das immer wieder. Warum verändert der das? Ach, die verschieben sich dann nach links und nach rechts. Wie dumm ist das denn? Das ist ja voll bescheuert. Oh Gott, ist das dumm gemacht. Ist das bescheuert gemacht? Oh mein Gott, Leute, das ist voll bescheuert gemacht. Ah, jetzt, Gott sei Dank. Boah. Alter. Verzockt.de, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und zum Live-Let's Play von Adam's Venture. Und die Tür zu, natürlich. Run! Yes! Survival! Oh Gott, jetzt aber Achterbahn fahren mit Marzipan. Ich hoffe, ich weiß die Tasten noch. Oh Gott. Jubi! Huch, sie taucht einfach mal ein Bild auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, die Kameraführung ist grandios. Sie ist 1A, vor allem, dass man auch direkt... dass man mitlenken muss. Gib dich zum Flugzeug. Thank God, the pilot has arrived. Alter Schwede. Thank God, we made it. Such a close call. What on earth happened down there? Where's the professor? We almost got ourselves killed, trying to get into paradise. It's rather ironic, really. Ironic? Are you serious? That professor of yours pulled a gun on us. Something about powerful masters and eternal wealth and the professor. The professor is lost. Mankind's not supposed to return to Eden. That much is clear. Okay, that's it. I've heard enough. We're flying to our Jerusalem airstrip, and you will explain yourself to the Clairvaux Corporation. The Clairvaux Corporation can explain themselves to us. We did not sign up for this.
Ja, da haben wir wohl den Professor jetzt mal dagelassen. Der soll sich mal da um den Schatz kümmern oder was auch immer da unten drin ist. Vielleicht wird er... This is Clairvo, G13, coming in for a landing. Tower, Flughafen. This is Control Tower for Clairvo G13. You are cleared for landing. Over. Vielleicht wird er ja mit Eva anbandeln, man weiß es ja nicht. Lass uns mal überraschen. We're here. Now get out. We're here, now get out. Lock these two in the control tower. Professor Jacques made a total mess of things. Management must be informed. Yes, sir. Ist der gute Lutz wieder dabei? Unser Lutz? Was? I definitely want to see management. These people have some nerve. I know. No towels, no complimentary chocolate. I demand a refund. Ah, look, we never should have trusted these Clairvo cronies. So why don't you make yourself useful and get us out of here? Wenn es schon keine Handtücher gibt und keine Schokolade, dann können wir vielleicht ein bisschen... Nein, du weißt schon. Liebe machen. Nein, ich habe keinen Weg gefunden, aber wir könnten es ja nie auf der, auf der Pappe hier. Könnten wir vielleicht ein bisschen Liebe machen. Ach, ich weiß nicht, warum ich immer darauf komme bei diesem Spiel. Es ist so. Was hat er gesagt? Was? Not yet, Adam. I'm thinking. Schlösser durchknacken, es wären wie bei Blondinen? Was? Off the top of your head. I need to borrow your hairpin to pick this lock. Wovon redet der da? Only works in books, doesn't it? But oh, very well. You're welcome to try. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir aus der Zelle rauskommen. Ah ja. Was ist das denn für eine Haarklammer, sie hat? Sieht aus wie ein Streichholz. Haarnadel bewegen. Ah ja. Haarnadel schieben. Ja, hab ich. So. Ciao. Jetzt mal die Tür zu. Kannst da bleiben. Er komme aus dem Flughafen. But sir, we've been having some trouble with the locals. Management's gone up to sort things out. Of course there's been trouble with the locals, numbskull. And if management went to the Was war das denn? I must deliver this news in person. So. Kommt jetzt hier so Versteckspiel oder sowas? Muss ich mich jetzt hier zurückhalten? Watch out, Adam. Huch. Stay out of the light. Nein, echt jetzt? Jetzt darf ich mich nicht im Licht sehen lassen? Oh, wie cool. Didim, 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 didim. Darf ich denn rennen oder laufen? Stay out the light. Stay up the light. Yeah. Stay up the light. Yeah. Wo muss ich denn hin? Hilfe, oh Gott. Lass das. Da war gerade eine Heuschrecke. Oh Gott. Dass jetzt sowas im Spiel noch kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Hier so sneaky rumlaufen. So Splinter Cell-mäßig, verstehst du? Hab gerade... Was? Was? Habe gedacht, Paragon wäre dieses WE frei für alle, aber ist nächstes Wochenende. Paragon ist eh nicht meins. Kein Ben. Charming. Ja, bisschen. Or shall I just go and find us some fuel? Just take one of these radios if you go. I'll watch the guards and tell you if there's trouble. Jetzt muss ich erstmal Benzin finden. Ah, wie gesagt, Paragon ist eh nichts für mich. Der Garten eben, what the fuck, ja. Wir müssen also Benzin finden und dürfen uns nicht sehen lassen. Ja, super, jetzt geht's los. Wäre zu einfach gewesen, wenn das Level schon vorbei gewesen wäre. Da läuft einer. Hallo.
Tschüss. Okay, so intelligent und schlau sind sie nicht. Bin direkt an dem vorbeigerauscht. Oh, jetzt muss ich mich ja noch hier umsehen. Wo ist denn hier Benzin? Hallo? Wow, oh Gott. Wo ist er denn? Ach, da ist der Typ mit der Knarre. Guck mal, der hat eine Knarre in der Hand. Wo ist denn der Benzin? Benzin, Benzin, Benzin. Benzin, Benzin. Wir fahren nach Berlin. Hä? Wo finde ich denn hier Benzin? Natürlich hinten in der Ecke, klar. War ja logisch. So, erstmal. Huch, hallo. Erstmal zurück hier. Der geht immer dieselben Wege, ne? Ja, gut, das ist jetzt nicht so schwer. Was? Dreimal muss ich Benzin finden? Was? Ein Kanister reicht nicht. Nein. Natürlich nicht. Wir müssen direkt drei finden. Na klar. Und in jedem Bereich ist einer. Ist ja so klar. Hm, mal gucken, ob ich diesmal auch wieder so gut durchkomme. Ganz schön fordernd, das Spiel, muss ich sagen. Ganz schön fordernd. Dreht er sich um. Weg da. Was macht der denn da? Was, der macht die Hände einfach da oben? Oh Mann. Oh Mann. So, was, freue mich schon auf Doom. Doom Multiplayer oder Story? Story, spielen wir dann weiter im Live-Let's Play. Denkt mal, dass wir da so, ja, ich denke mal, dass wir so eine Stunde aufnehmen und dann können wir ja auch eine Runde Multiplayer spielen. Das können wir ja auch machen. Dass wir nochmal so ein Stündchen Singleplayer, weil ich habe ja jetzt Folgen bis zum, ich glaube, 26. habe ich jetzt Folgen im Petto von gestern noch. Und dass wir so eine Stunde aufnehmen oder so, müssen wir mal gucken, wenn ihr Lust habt oder so Multiplayer zusammenspielen, wenn ihr Bock drauf habt. Und wie gesagt, eventuell wollte ich ja Uncharted oder halt Fallout wollte ich unbedingt mal weiter streamen im Stream. Das ist bestimmt auch total interessant anzugucken. Da ist Benzin. Benzin, Benzin, Waren nach Benzin. Hallo, hallo, nimm doch auf. So, wo komme ich hier raus? Ich frage mich gerade, wo ich hier rauskomme. Komme ich hier raus? Wo ist der Ausgang? Ist da hinten der Ausgang? Da hinten ist der Ausgang. Okay, ich muss also hier lang. Uah. Geh mal schneller. Sehr schön. La 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 la. Ciao, Jungs. So. Immer liegt hier so ein bisschen Müll nach der Tür, ne? Das ist sehr merkwürdig. Uah, sehr merkwürdig. Oh Gott. Wo ist denn jetzt hier? Was? Hände hoch. Ich bin gefangen. Wie dumm das ist. Weißt du, anstatt der einfach dann wegrennt. Nein, er nimmt sofort die Hände hoch. Er ist ein vernünftiger Mensch. Man muss ihm ja eins, muss man Adam ja lassen. Ne? Er ist echt ein vernünftiger Mensch. Er lässt sich sofort verhaften. Ne? Das kann zum Beispiel Indiana Jones oder Tomb Raider nicht von sich sagen. Ne? Die rennt sofort weg. Die lässt sich sofort mehr Ärger einheimsen. Ne? Macht dann Party wegen Multiplayer. Ja, wie gesagt, müsst ihr wissen, wenn ihr Bock habt, mitzuspielen, dann im Multiplayer dann gleich, dann schreibt das ruhig mal. Ach, da oben ist das Licht vom Dings. Ach so, da habe ich gar nicht gesehen. Der da oben zählt ja auch noch dazu. La 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 la. Geh doch mal weiter hier, hallo? Auf rumzuhambeln. Humble Bumble. Ist hier Benzin? Ah, hier ist der Benzinkanister, sehr schön. Haben wir schon. Evelyn, does this thing even work? Yes, it does, Adam. But I have to be quiet. There are guards nearby. They almost heard. Don't worry, Evelyn. I found enough fuel and was ready to head back. But then I found these papers. Adam, that's all quite fascinating. But could this possibly wait? I think they've just realized we're gone. Was? Kehre zurück zu Evelyn. Ich weiß gar nicht, wo ich... Hä? Das war nie im Leben Evelyn. Also hat sich zumindest... Wo ist die Wache hin? Okay, ich sollte schleunigst zurückgehen. Muss ich jetzt... Wieso kann ich denn... Hey Jungs, wie komme ich denn hier wieder zurück? Hallo? Der Typ sieht mich, aber sagt nichts. Naja, gut. So, oh Gott. Er ist in der Nähe, ich bin mir sicher.
the searchlights going and spread out. Und verteilt euch. Okay. Lol, wie er wegrennt. So, warte mal. Was? Hab bisher nur die. Was? Bisher eine Beta-Multiplayer gespielt? Ich Noob. Wieso das denn? Ist doch dasselbe. Hat sich nicht viel geändert, ganz ehrlich. Hat sich echt nicht viel geändert. Nur halt, dass du jetzt halt dann mehr Waffen hast und so, mehr Karten. Aber ansonsten hat sich nicht viel geändert. Dö, dramatische Musik. Dramatische. Hä? Wo ist er denn hin? Huch! Spawnt er einfach mal weg. Ich fass es. Hä? Was? Ein Geist! Ich fass es nicht! Ein Geist! Alter, was ist das für ein Spiel? Huch, da ist er wieder. Guck mal an. Die Geisterwache. Was ist das für ein Spiel? Alter. Hö, kommt. Scheiße, der kommt hier lang, ne? Oder? Hö. Hö. Na, duck dich doch, duck dich doch. Sag mal, sag mal. Wieso duckt er sich denn nicht? Alter, der ist so hohl. Dieses Spiel. Was ist das denn? Was ist das denn für... Uah, was ist das denn für ein Spiel, ey? Ich weiß es nicht. Das macht so viel Spaß. Du kannst dich so kaputt lachen über dieses Spiel. Hallo. Ciao. So. Jetzt duck dich bloß. Ich bin auch nicht so gut. Was? Ja, und dann war ich doch so voll der Loser. Was? Ja und? Mein Gott. Ich habe mir auch fest vorgenommen, mich auch nicht mehr aufzuregen oder so. So, wo fülle ich das jetzt hier ein im Auto? Hallo? Evelyn. Hauptsache Evelyn spielt die ganze Zeit mit ihrem Handy. Ach nee, mit dem Buch. Gab's ja noch kein Handy zu der Zeit. Komm! Er war auch nicht tanken. Er hat die Benzinkanister einfach so mitgenommen. Zum Spaß. Für unterwegs. Falls mal der Sprit alle geht. Oh mein Gott. Was, Marenk? Oh Mann. Aufsteiger ist Klangkasper auch schon. Guck mal an. Ist ja der Wahnsinn. Das Auto ist ein Elektroauto. Es braucht aber Benzin. Deswegen war es so ruhig. Deswegen haben die das jetzt nicht bemerkt. Ne? Es war ein Elektroauto. Ja, definitiv. So, oh mein Gott. Jerusalem. Might have something to do with you hitting that electric. Jetzt ist schon wieder das Auto kaputt. Es war bestimmt der Lutz. And besides, my mind was occupied with something else. Those papers I found at the airport. You mentioned those on the radio. What did they say? Well, I couldn't believe it at first, but it seems like the Clairvaux Corporation is excavating on the Temple Mount. They wouldn't. The Temple Mount is sacred to so many people. Why would they? Supposedly because they want to study the remains of King Solomon's palace. Study? You mean plunder. King Solomon was rich, and that's an understatement. This must be stopped. Ja. Willkommen in Jerusalem und damit würde ich sagen, machen wir hier, ja, einmal durchs Bild gehen, einmal den das Popöchen angucken. Oh, Popöchen, Popöchen, Popöchen. Popöchen, Popöchen. So. Ja, Jerusalem gibt's in einer weiteren Folge auf YouTube. Ich verabschiede mich hier von dir. Wir sehen uns ja bei einer weiteren Folge Adam's Venture und ich hoffe, du schaltest dann wieder fleißig ein. Mein Gott, ich bin gespannt, wo es noch weiterhin geht und was wir für lustige Sachen noch erleben werden. Außer noch die Geisterwache und so. Ja, schalte das nächste Mal wieder ein. Wie gesagt, wenn es heißt Adam's Venture und ich bin jetzt erstmal raus. Wir quatschen jetzt noch auf Twitch und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.